versammelten Team hier, dass ich so eine ausführliche Schilderung und Interview und Ihre Fragen noch nie beantwortet und noch nie preisgegeben haben. Es sind zahlreiche Erlebnisse drin, Geschehnisse, Ereignisse, Episoden, die ich erlebt habe, hautnah als junger Mensch, knallhart, die ich hier freigegeben habe. Alle Interviews, die ich gegeben habe, waren nie so ausführlich und nie so genau. Das Schicksal, wie gesagt, hat mich zu Hitler hingebracht. Ich habe mich ja nur freiwillig nach Berlin damals zur Leibstandarte gemeldet, 1934. Alles andere lief schicksalhaft. So kam es, dass ich an Hitler 8 Jahre privat treu gedient habe in dem Glauben, ich leiste für ihn, für Deutschland, für die Allgemeinheit, für unser Volk was. Und habe ich Hitler kennengelernt von allen Seiten. Er war mein Chef, das streite ich nie ab. Leider Gottes, die guten Errungenschaften, die er in den Anfang der 30er Jahren zur Tat umgesetzt hat, sind leider Gottes durch diese unvorstellbaren Taten und Geschehnisse verloren gegangen, werden nicht mehr zur Kenntnis genommen. Als Mensch, als normaler, einfacher Mensch, einsamer Mensch, kann ich auch heute nichts auf ihn kommen lassen. Allerdings war ich mit Ausbruch des Krieges am 1. September 1939 vollkommen schockiert. Ich war 8 Tage fix und fertig. Konnte nicht begreifen. Dass die Leute erschossen werden. Also wir befinden uns hier auf einem Wanderweg, den Hitler früher sehr, sehr viel benutzt hat. Lange bevor er Reichskanzler war, ist er sehr oft alleine gegangen, mit vielen Gästen, Bekannten oder mit seinen Hunden. Bis zum Haus Wachenfeld von hier ist vielleicht 1 Kilometer. Und bis zum Hochlenzer, das war seine Lieblingsgaststätte, hat er oft zu Mittag gegessen. Seine sauren Suppen, wie ich schon manchmal gesagt habe, die hat man ihm dort gemacht. Und da hat er mit Vorliebe damals die erste Mal Kakao getrunken, Käsekuchen gegessen. Das hat er ja beibehalten. Und auch ich selber bin mit seinen Hunden manchmal hier spazieren gegangen, wenn ich Zeit hatte. Aber die ganzen ersten Zeiten ist er immer allein gegangen. Und da ist mir bekannt auch, dass er nie eine Pistole bei sich gehabt hat. Und soweit ich weiß, auch nach dem späteren Spaziergang nie. Aber was er dabei gehabt hat, auf verschiedenen seltenen Fotos sieht man noch, einen Ochsenziemer, wie man das nannte. Den hat er auch immer dabei gehabt, wenn er plötzlich vom Gästehaus Soergöl verschwand und den Bau auf dem Berghof besichtigt, war er mitten unter den Arbeitern und hatte immer seinen Ochsenziemer dabei. Und diese Straße war sein Lieblingsweg hier. Zum Hochlenze, 3/4 Stunde, je nachdem, oder kann auch 1 Stunde nehmen, 1/2 Stunde, je nachdem, wie schnell man läuft. Er hat sich immer sehr viel Zeit gelassen und das war sein Lieblingsweg damals. Ist alleine gegangen im Winter, im Sommer. Und da kann man weiter wandern bis Vorderbahn, bis Graffelhöhe und hinten wieder runter nach Betzgaden auch. Oder auch weiterlaufen, wie man will, nach Königssee.
Ich stehe hier vor der Reichskanzlei in Bischofswiesen, Ortsteil Stangass bei Berchtesgaden. Diese ist gebaut worden, 36/37. Die Einweihung war am 17. Januar 1937. Hitler war dabei. Aus folgendem Grund hat er diese Reichskanzlei hier gebaut. Er hat sich sehr viel in Berchtesgaden, Obersalzberg aufgehalten. So vieles irgendwie ging, und aus dem Grund wollte er die wichtigsten Mitarbeiter, Staatssekretäre und so weiter ganz in seiner Nähe haben. Und das war der Grund, warum hier eine Zweigstelle der Reichskanzlei von Berlin gebaut wurde. Der Resident war ein Dr. Lammers, der erschien meistens zweimal pro Tag zur Berichterstattung im Obersalzberg bei Hitler. Vormittag um 11:30, Nachmittag um 5:30, 6 Uhr in etwa. Und der bekam dann seine Anordnungen und ist wieder hierher zurückgekehrt. Und residiert hat er bis Kriegsende, bis 1945.